Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin auf die Jagd nach dem Ticket und ich habe heute das Spiel Magington Mansions. Ich starte es, mach Vollbild rein und los geht's. Oder auch nicht. Wie immer, warten aufs Hochladen, damit ihr auch keine Minute verpasst, was ich hier mache. Außer wenn ich mal eine Werbung annehmen, dann muss ich die Werbung rausschneiden. Okay, da sind wir. Was soll man hier machen? Tippe ich hier drauf tippen. Okay. Ich kann das kaufen. Und das. Glaube ich nicht. Oh, 12 Stunden, 3 Stunden. Oh. Und ich kann nicht so lange spielen, weil ich gleich los muss. Hm. Schade. Okay, los geht's. Spielen wir. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist ja eine ganz normale Runde hier. Platz 92. Blume gießen. Die Blume gießen. Hier oben waren wir fertig. Ja. Den Schmutz mal wegräumen. Oh, ist immer noch Weihnachten. Thank you.
Hier bin ich jetzt auch in dem Gebiet. So, bei der nächsten. Oh, wie sieht denn das hier aus? Reiche Party. Chipstüten oder was ist das? Naja. Nächste Suche. Ah, hier. Muss ich bei allen reinschauen? Bei 117 Besuchern? Nein, das machen wir jetzt nicht. Nee, 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 nee. Oh, ein Smiley fällt mir. Scheine, Windleiste. Wir gehen nochmal bei einem rein. Vielleicht kriege ich ja da ein Smiley. Klingt gut. Okay. Oh, er ist auch schon hier drinnen. Oder ist das meins? Sieht aus wie meins. Oh, ist meins. Na gut. Ja, super. Zwei Bälle. Juhu. Ich hab doch gerade schon weggeschmissen den Müll. Aber ich kann den noch gar nicht. Warum möchte er, dass ich den auflevel? Achso, ich habe jetzt 120. Dann.
Ich habe hier 58 Sterne. Muss ich das hier machen? Wirklich? Was soll das Bild ändern? Das sieht doch schon cool aus, das Bild. Los geht es. Wir räumen erstmal den Boden auf. Wo will die hin? Okay. Neue Stühle. Ich glaube, die sind schon bequem genug zum Lesen. Solche mag ich nicht beim Lesen. Und die haben keine Lehne. Deswegen lasse ich die. Okay. Ein Couchtisch. Altweiß. Nordstern. Nur mal den Nordstern. Dann nehmen wir den hier. Jetzt kommt die Wand. Ich glaube die. Supi. Und jetzt lernen wir ein paar Katzentricks. Und hier kommt jetzt eine Begutachtung der Münze. Hallo Antonio, der Postbote ist da. Ja. Münze ins Museum schicken. Genghis Khan, der große Eroberer, der Weisheit, nimm der Weisheit.
Okay. Okay, jetzt den alten Blumentopf. Oder die alten Blumentöpfe. Dann holen wir erstmal einen Scheck. Handwerker. Okay, das dauert 2 Stunden. Oh, da habe ich auf. Da habe ich sehr viele. Muss ja auch zu einer Bücherei passen, ne? Eigentlich wäre so schlecht steril. Sieht aus wie Raketen. Aber gefällt mir irgendwie. Nehmen wir die Raketen. Und da natürlich dann auch. Danke, danke. Okay. Nochmal 4 Stunden umsonst spielen. So ein Mist. Schiffssessel. Guter Schreibtisch. 36 habe ich noch. Buntglas, warte mal. Ich habe doch. Schauen wir mal da oben. Habe ich da auch Buntglas? Ne, ich habe da die anderen. Und hier habe ich diese Blumentöpfe. Naja. Jeder Raum ist halt anders. Ein Globus. Juhu. Ein paar kommen noch hier. Ich habe noch nicht mal die Hälfte.
Okay, dann komm, bezahl mir den Geld, das er sofort fertig werden soll. Weil ich habe noch 33 Sterne. Ein Kamin. Nur den hier. Obwohl der rote sieht auch schon cool aus, ja. Der gefällt mir nicht. Und viele Handwerker. Gut, dass du ihn gerade gerufen hast. Muss er erst noch die anderen Sachen hier machen. Der ist sicher rot. Wenn ich schon den roten Stuhl habe, nehme ich auch den passenden Hocker dafür. Oder Fußlehne. Fußlehne? Naja, ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir. Stimmt, der Grand Canyon, oder? Ein Teppich. Lass mal den. Der passt farblich auch zum anderen Teppich. Also ein Kaffee oder ein Tee. Wow. Komm her, jetzt haben wir den auch noch wieder Geld. Mensch, der muss ja richtig reich sein schon. Ein Buch lesen. Oh, ein Geheimgang. Das stand in dem Buch drin. Cool, ich bin schon im nächsten Raum. Geheimlabor. Ich glaube, der Geheimlabor ist schnell fertig. Sieht zumindest nicht so groß aus. Laden wir erstmal den Rex ein. Erstmal ein bisschen sauber gemacht. Jetzt den Professor einladen. Hier, guck dir das mal an. Blum, blum, blum. Ach, mein Schweinchen. Kostet Geld, richtig. Laborprotokoll. Und das zweite Mal lesen. Da, 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 da. Elf Sterne habe ich noch.
gehen die Sterne langsam aus. Toller Raum. Raum fertig gemacht innerhalb von ein paar Minuten. Aber ich habe ja letztes Mal sehr viel vorgespielt mit den Sternen hier. Oh, wir sind jetzt im Garten. Oh weia, da muss man viel machen. Ja. Da ist ein Gartenhäuschen unten. Nee. Oh, hier ist noch ein Strand. Ich gehe später noch runter zum Strand. Oh. Okay, dann fangen wir mal an. Umgefallenen Baum untersuchen. Beseitigen. Ich habe noch 3 Münzen. Dann machen wir erstmal den hier. Zweiten Stern. Dann machen wir noch eine Sache und dann war es das für heute. Haben wir heute genug.
Komm, wir kaufen mal 5 Züge. Geschafft. Super. Einen neuen Stern gekriegt. So, und jetzt suchen wir uns was aus und dann würde ich sagen, dann war es das auch schon wieder für heute. Schauen wir uns das Ganze an. Hätte ich. Eine Maus. So. Ich denke mal, ich werde dann später noch ein bisschen spielen, dass ich die nächsten Sterne freispielen kann. Und wenn ich dann das nächste Mal online bin, werde ich das dann wieder so machen. Probieren den Garten fertig zu machen, wie ich heute die Bücherei fertig gemacht habe. Schauen, was dann als nächstes kommt. Ich bin schon gespannt. Sieht romantisch aus. Das ist doch nicht romantisch. Okay, vielleicht flirten die ja miteinander. Ist das nicht romantisch? Na gut, das war's für heute. Dann werde ich das Spiel mal verlassen. Enden. Mir mein Ticket abholen und sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.